Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Wie geht es euch? Alles okay? Ich war schon lange nicht mehr online gewesen. Technische Probleme, zeitliche Probleme. Alhamdulillah. Ist auch nicht mehr alles so einfach. Seid ihr langsam am Eintrudeln? Es ist schon späte Stunde. Alhamdulillah. Auf jeden Fall. Ich wollte euch kurz, ich bin jetzt diese Woche, Mittwoch, war ich an einer Tankstelle und da habe ich die Bild-Zeitung gesehen und ich wollte dazu etwas kommentieren. Das war das hier, seht ihr das hier? Das ist vom 21. Da steht: Berliner Schulleiterin über ihre ersten Klassen, nur eins von 103 Kindern spricht zu Hause Deutsch. Nur eins von 103 Kindern in der ersten Klasse spricht Deutsch? Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das stimmt. Auf jeden Fall. Aber das ist ja dann nicht das Problem der Kinder und das ist ja auch keine Dramatik. Ich frage mich, warum sowas auf der ersten Seite von einer Tageszeitung steht. Will man hier Stimmung machen? Muss sich jeder selber fragen. Auf jeden Fall. Astrid Sabine Busse, 61, ist Direktorin einer Grundschule in Berlin-Neukölln. Sie schlägt Alarm. Wir werden arabisiert. Wir werden arabisiert. Also das heißt, die Araber übernehmen Deutschland. Man stelle sich mal vor, es würde jemand sagen, wir werden die Juden übernehmen Deutschland. Wer würde so etwas erzählen? Man würde sofort sagen, das sind Nazis, die sowas erzählen, oder? Ich stelle mir selber diese Frage. Ich will nicht ungerecht sein. Ja? Wir werden arabisiert. Auf jeden Fall. Auch ein Richter spricht Klartext. Auch ein Richter spricht Klartext. Über die Schule jetzt? Weil es geht ja hier gerade um nur eins von 103 Kindern spricht zu Hause Deutsch. So, dann gehst du drei Seiten weiter. Okay, was hat jetzt der Richter damit zu tun? Dann siehst du das hier. So, arabisiert, also du hörst arabisiert. Und ein Richter spricht auch Klartext. Okay, was hat jetzt der Richter mit Deutsch zu tun? Dann schauen wir uns das an. Da sind hier, ist hier eine Familie. Vater 66, Bruder 23, Mutter 50. Mit unbefristeter Duldung, ja, und da wurde ein Mädchen, die wohl 16 Jahre alt war, weil sie einen afghanischen Freund hatte, von denen misshandelt. Die Mutter ist übrigens ohne Kopftuch, ja, so. Dann hat der Richter jetzt Klartext gesprochen, der Richter spricht Klartext. Sie leben seit 6 Jahren, und die haben wirklich das Mädchen auf übelste Art und Weise misshandelt. Sie leben seit 6 Jahren in diesem Land, sie können kein Deutsch, sitzen nur zu Hause, nehmen nicht an Leben teil. In ihrer Kultur hat die Frau einen geringeren Stellenwert als der Mann, das ist bescheuert. Welche Kultur denn? Die arabische Kultur, da hat die Frau einen geringeren Stellenwert? Wo steht das? Wo steht, dass es die Frau einen geringeren Stellenwert hat? Das heißt, ein Richter darf einfach erzählen, in ihrer Kultur hat die Frau einen geringeren Stellenwert. Schauen wir uns die Fakten an. Ja, was ist denn die arabische Kultur? Die meisten Araber sind Muslime. Und was ist die Quelle des Islams? Der Prophet a.s. sagte, als er gefragt wurde, Manna haqqun nasi bi husni sahabati. Welcher Mensch hat am ehesten das Recht, dass ich ihm treue Gefolgschaft schuldig bin? Da sagte der Prophet a.s. deine Mutter. Dann fragte dieser Mann ihn nochmal, Thumme Men, wer danach? Dann sagte er, Ummuk, deine Mutter. Dann fragte er nochmal, Thumme Men, sagt er nochmal, Ummuk, deine Mutter. Und dann fragte er nochmal, Thumme Men, dann sagte er, Abuk, dein Vater. Das heißt, die Mutter, die Frau im Islam hat die Goldmedaille, die Silbermedaille, die Bronzemedaille und der Vater hat den 4. Platz. Wie kann man sagen, in dieser Kultur hat die Frau
keine Rechte oder ist die Frau unterdrückt und hat einen geringeren Stellenwert. Die erste Frau, die erste Person, die den Islam angenommen hat, war Khadija radiallahu anha. Die Frauen des Propheten sind nach dem Koran Ummuhatul Mu'minin, die Mütter der Gläubigen. Der Prophet alayhi salam sagte, innama nisa'u shaka'ikur rijal. Wahrlich, die Frauen sind die Geschwister der Brüder, sind die Geschwister der Männer. So, dann, so das erstmal dazu. Und ja, der Richter sagte auch, sie hat sich verliebt, in unserer Kultur kann sich jeder verlieben, ihre Tochter wurde dafür bestraft, bekam 3 Tage nichts zu essen, nichts zu trinken, wurde geschlagen, gedemütigt. Was natürlich eine Katastrophe ist. Ja, man kann nicht, die sollte sogar die Toilette ablecken, ja, säubern mit der Zunge. Ja. Aber es wird immer indirekt diese Verbindung zum Islam gezogen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind beide Schutzherren der anderen. Das muss unsere Einstellung sein. Aber natürlich gebe ich zu, dass es leider viele Muslime gibt, die das nicht praktizieren. Und das ist unsere Aufgabe, die Muslime dazu zu führen, den Islam richtig zu praktizieren. Aber da hat man ja erst recht keinen Bock drauf. Wenn dann einer anfängt, die Muslime dazu aufzurufen, den Islam richtig zu praktizieren und solche Taten zu unterlassen, nämlich die Alternative zu bieten. Okay, die Tochter hat sich verliebt, da ist in einen Jungen, wie alt ist die, 16 Jahre alt, kann nach deutschem Gesetz und nach islamischem Gesetz heiraten mit Einverständnis der Eltern. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Das ist die Alternative zu Sinne, zu Unzucht. Aber wieso werden die Eltern hier als so streng gläubig dargestellt, wo die Mutter gar kein Hijab trägt? Damit möchte ich nicht sagen, dass alle Frauen, die kein Hijab tragen, keine praktizierenden Musliminnen sind. So. Dann schauen wir uns das nächste an. Eine Schulleiterin, ein Richter sprechen Klartext so. Astrid Sabine Busse über ihre ersten Klassen. Wir sind hier an der Front, wir sind arabisiert. Wir sind an der Front im Krieg. Front ist Krieg. Wir sind im Krieg. Wir werden arabisiert. Das in einer deutschen Tageszeitung. Mir fehlen die Worte ein bisschen. Es ist so weit gekommen. Im Jahre 2006 ging es in Berlin-Neukölln schon los mit der sogenannten Rütli-Schule. Viele von euch wissen das gar nicht mehr, weil sie jetzt beispielsweise Anfang 20 sind, haben diese Hetze damals gar nicht so mitbekommen. Da haben dann Lehrer einen Beschwerdebrief geschrieben und dann wurde monatelang in den Medien darüber berichtet, wie schwer es die Lehrer haben und warum? Weil die Kinder ja arabisch sind und türkisch und deswegen muslimisch. Und ich möchte hier eine Sache betonen, liebe Geschwister. Und was heißt das? Muslimisch heißt das. Arabisch, türkisch, muslimisch gleich chaotisch, asozial abziehen, Lehrer in die Fresse hauen, auf gut Deutsch und so weiter. Ich muss hier eine Sache betonen. Ich, und das gilt für Nicht-Muslime und Muslime, ich verleugne es in keinster Weise, dass es Muslime gibt, die sich asozial benehmen. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich habe das oft genug angeprangert. Ich leugne es nicht, dass es kriminelle Muslime gibt. Ich leugne nicht, dass es muslimische Vergewaltiger gibt. Ich leugne nicht, dass es muslimische Ehrenmörder gibt. Und es ist auch nicht meine Intention, diese Leute zu verteidigen. Sondern meine Intention ist es, meine Absicht ist es, zu zeigen, dass diese Taten nichts mit dem Islam zu tun haben, so wie es immer suggeriert wird. Hier. Wir sind hier an der Front, wir sind arabisiert. Okay, was bedeutet jetzt Arabisierung genau? Arabisiert, das ist mehr oder weniger Islam. Ja, weil die Araber stehen für die Muslime. Ja, der Prophet Mohammed war ein Araber. Ein Blick im Klassenzimmer der ersten Klasse in Berlin. Auf dem Holzstuhl sitzt ein Kind, bei dem zu Hause Deutsch gesprochen wird. Bei 15 ist es Arabisch, bei 2 in Türkisch, bei je einem Spanisch, Kroatisch und Thailändisch. Eine Ausnahme,
nicht in Berlin-Neukölln. An ihrer Schule, an der Kölnischen Heide, kam im Sommer 103 erstes, darunter ein einziges Kind mit deutschen Eltern. Okay, gut. Jetzt. Im Sommer 103, so, dann weiter. An zwei weiteren Schulen im Viertel finden sich unter 109 ABC-Schützen ganze zwei Kinder, bei denen Deutsch Mutter- und Familiensprache ist. Wir sind hier an der Front, sagt Schulleiterin Busse. An der Front. Also im Krieg. Die Front ist im Krieg. Von wegen dritte integrierte Migrantengeneration. Man holt sich immer noch den Ehepartner aus dem frühen Heimatland. Wieder ein Elternteil, das kein Deutsch kann. Ja und? Das gehört doch zur Freiheit dazu, dass ich den Ehepartner wähle, wie ich ihn haben will, oder? Das heißt, da kann ich doch auch einen Ehepartner wählen aus meinem Heimatland, oder nicht? Was beschwert man sich da? So, weiter. Und übrigens, wenn sich in den Schulen und Kindergärten gut um die deutsche Sprache gekümmert wird und auch im Elternhaus die Bereitschaft dazu besteht, aber man muss auch mit den Eltern reden. Nicht einfach nur in den Pranger stellen. Ich finde, vielleicht tue ich auch hier jemandem Unrecht, dass einfach nur in den Pranger gestellt wird. Ja, und kein Deutsch zu können, ist keine Straftat. Die Sozialstruktur der Umgebung sorgt ebenfalls dafür, dass Integration an den Neuköllner Schulen ein Fremdwort bleibt. Trotz der vielen Sozialwohnungen war die Bevölkerungsstruktur gemischt. Doch durch die sogenannte Fehlbelegungsabgabe mussten Mieter Strafe zahlen, wenn ihr Einkommen so groß war, dass sie kein Anrecht mehr auf eine Sozialwohnung hatten. Die Folge, Besserverdienende zogen weg, übrig blieben Familien mit ausländischen Wurzeln, in denen oft überhaupt niemand mehr arbeitet. Schulleiterin Busse findet die Situation völlig untragbar, sagt aber, ich reihe mich nicht in den Chor der Klageweiber ein. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Politik ist jeweils nur für ein paar Jahre zuständig. Also abwählen. Okay? Also wählen. Aber was müssen wir denn jetzt wählen, dass sich das ändert? Dass sich was verbessert? Ja. Die Schule ist dagegen immer da und die Probleme sind unübersehbar. Am Tresen im Sekretariat wird ein Vater laut. Busse geht zu ihm, redet Klartext. Schämen Sie sich nicht, dass Sie kein Essensgeld für Ihr Kind zahlen? Nur 1 Euro am Tag, der Mann droht, sie werde schon sehen, was passiert. Wenn er wolle, könne er sofort 500 Euro auf den Tisch legen. Ja, jetzt bringt man irgendwelche Beispiele von irgendwelchen asozialen Vollidioten und suggeriert damit, dass die Leute alle so sind. Weil, was ist jetzt das Verständnis von diesem Paradebeispiel hier? Dass da ein Mann ist, der sich weigert, 1 Euro zu bezahlen und sagt, ich kann, wenn ich will, 500 Euro auf den Tisch legen. Jetzt das Beispiel, ich mache das extra so nah. Weil das ist das Bild, was hier suggeriert wird. Was entsteht dadurch? Was entsteht dadurch? So, was versteht jetzt der Otto-Normalverbraucher, Herr Müller-Meyer-Schmitz, wenn er das gerade liest? Guck mal, wie die sich hier aufspielt. Nicht wie der sich hier aufspielt, wie dieser Mann sich hier aufspielt, sondern wie die sich hier aufspielen. Weiter. Ja. Teams aus Klassenlehrer, Erzieher, Sozialarbeiter machen bei allen Familien Hausbesuche. Busse, viele Kinder haben kein eigenes Bett, geschweige denn einen Arbeitsplatz. Die großen Geschwister spielen am Computer, sehen Fernsehen. Dabei braucht ein kleines Kind Ruhe, um das Gelernte zu verarbeiten. Es gibt keine Tagesstruktur. Selbst die gemeinsamen Mahlzeiten sind weggebrochen. Der Neuköllner Einschulungsatlas, also ihr müsst das verstehen. Guck mal, wir haben hier am Anfang eine große Überschrift. Wir sind hier im Krieg, also an der Front, wir sind arabisiert. Und dann am Ende wird erzählt, und arabisiert, der Araber, das steht für Islam. Und dann haben wir hier das Beispiel von einem asozialen Vater, ja, der die Fresse groß aufreißt in der Schule. Dann haben wir das, wenn das so gewesen ist, ja, dann haben wir das Beispiel von Eltern, die total neben der Spur sind, ja, hier wie das beschrieben wird. Denn und was heißt das dann? Arabisch, islamisch bedeutet asozial. Das ist das Bild, was dadurch vermittelt wird. Dann darunter noch der Richter mit einer Familie, ja, wo die Tochter misshandelt wird, weil sie einen Freund hat. Ja. So, und dann wird das alles islamisch verpackt. So, dann. Der Neuköllner Einschulungsatlas sagt, im Umfeld der Schule haben zwar 88% der Kids eine Kita besucht, dennoch haben 70% Sprachdefizite. Immerhin an der Schule von Astrid Sabine Busse zahlt die Stadt jetzt 180 Wochen schon extra Sprachbildung.
Doch die Probleme sind noch viel weitreichender. Viele Kinder sind nach Busses Beobachtung überhaupt nicht erzogen. Überhaupt nicht erzogen, wir sind arabisiert. Schlechte Erziehung, arabisiert, Islam. Okay, dann weiter. Dann lernen die kleinen Dinge, die ihnen bisher unbekannt waren, etwa, wenn man jemandem begegnet, dann grüßen. Nein, was ich sagen will ist, und ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit die Zeitung das richtig dargestellt hat, aber wir sollten auch nur die Zeitung verurteilen. Und wir sollten auch nicht nur die Lehrerin verurteilen. Ich weiß auch nicht genau, was sie gesagt hat. Vielleicht engagiert sie sich wirklich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie einen sehr, sehr krassen Job hat. Allerdings diese Sätze hier, die dürfen nicht sein. Ich wäre sogar bereit, mich mit ihr zusammenzusetzen. Mal gucken, vielleicht können wir ihr helfen bei den ganzen Problemen. Habe ich ja schon öfter gesagt, aber ich kann mir kaum vorstellen. Frau Astrid Sabine wusste, wir haben ja jetzt eine WhatsApp-Nummer, darüber kann man uns auch kontaktieren, bitte schriftlich. Und wir können dahin kommen, da kann man auch Fragen stellen, die werden in Zukunft auch immer beantwortet, inshallah. Wie gesagt, die WhatsApp-Nummer, das geht dann an einen Admin und der schickt mir dann die Fragen weiter. Was ich auf jeden Fall sagen will, ist, wir Muslime, wir dürfen es nicht zulassen, dass Bosch asoziales Verhalten von einigen, den Medien, und bestimmte Politiker, bestimmte politische Parteien, wie zum Beispiel die AfD, die Ahnungslosen für Deutschland, die Möglichkeit haben, unsere Religion, unseren Propheten, unser heiliges Buch, den Koran, durch den Dreck zu ziehen. Und deswegen appelliere ich an alle Muslime, immense Kraft in die Erziehung ihrer Kinder zu legen und es zu und etwas, was ganz schädlich ist für die Erziehung, ist das übermäßige Schlagen. Der Prophet a.s. hat seine Kinder, hat seine Enkelkinder nicht geschlagen. Der Prophet a.s. und die Propheten im Koran haben erzogen durch Dialog, durch Miteinander sprechen und durch Vorbildfunktion. Und das ist etwas, was wir uns vornehmen müssen, damit unsere Straßen, unsere Stadtteile die saubersten sind, dass unsere Kinder die besterzogensten sind und wir auf diese Art und Weise ein schönes Bild für den Koran, und den Islam und den Propheten Mohammed und für uns Muslime, unsere Religion abgeben. Das ist mein Appell an alle Muslime. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.